1974, Valentino, der Name dieses Pferdes, sechsjährig, ein Oldenburger, ein Sohn der Sandro-Hit aus einer Donnerschweg-Mutter. Vorgestellt wird er von Roland Lüners, Reit- und Zahn, Reit- und Zuchtverein, Gestüt, Kempkehof. Und hier das Ergebnis für das erste Starterpaar für die 158. Im Trab 7,5, Schritt 7,0, Galopp 7,5, ebenso die Durchlässigkeit 7,5 und auch der Gesamteindruck wird heute mit 7,5 bewertet, sodass als Endnote 7,4 dabei. AX, ein Reiter im Arbeitstrab. X halten, grüßen. Im Arbeitstempo antraben, C, rechte Hand. BX halbe Volte rechts, XE halbe Volte links. FXH im Mitteltrab durch die ganze Bahn wechseln. H versammelt der Trab. C kurz kehrt rechts, danach Arbeitstrab. EX halbe Volte links, XB halbe Volte rechts. KXM im Mitteltrab durch die ganze Bahn wechseln. M versammelt der Trab. C im versammelten Tempo links angaloppieren. EBE auf den Mittelzirkel geritten, dabei zwischen E und B überstreichen. EX halbe Volte links, X einfacher Galoppwechsel, XB halbe Volte rechts. B ganze Bahn. KB ohne Galoppwechsel durch die halbe Bahn wechseln. C einfacher Galoppwechsel. HK Mittelgalopp zwischen K und A versammelt der Galopp. FE ohne Galoppwechsel durch die halbe Bahn wechseln. C, Mittelschritt.
XK im Mittelschritt durch die ganze Bahn wechseln. A. Halten, eine Pferdelänge rückwärts richten, daraus im Arbeitstempo antraben. Auf den Mittelzirkel geritten, dabei Zügel aus der Hand kauen lassen. E, K, ganze Bahn, Zügel wieder verkürzen. A, auf die Mittellinie abwenden. X halten, grüßen. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. Das war die 144, Sarrentino und Ronald Lüders.